Also wir haben uns jetzt angeschaut, das SMT-Lib-Format und speziell die Dinge, die ich verwende in meinem Yosys SMT-Lib-Flow, die Features von dem SMT-Lib-Format haben wir behandelt. Das ist eben die Quantifier-Free Arrays Uninterpreted Functions and Bitvector Logic. Stellt sich die Frage, welche Solver gibt es, die damit umgehen können? Weil es nutzt uns ja nichts, wenn wir diese Dateien erzeugen können, unsere Probleme beschreiben und dann gibt es keinen Solver, der es lösen kann. Und da gibt es 4 Solver, die von größerer Bedeutung sind. Ich würde gern sagen, es gibt 5 und der 5. wäre Bolector. Das Problem ist, Bolector ist zwar in der Competition im Augenblick in der QF_AUFBV-Kategorie, unterstützt aber nicht alles von dem und kann meine Probleme nicht. Ich nehme an, dass wenn im nächsten Jahr meine Probleme in der SMT-Competition drinnen sind, dass Bolector dann ein bisschen nachziehen wird und diese fehlenden Features implementieren und dann wird es hier 5 geben. Die habe ich aufgelistet nach der Geschwindigkeit, nach meiner persönlichen Erfahrung. Und das kann natürlich sehr, sehr stark variieren, je nachdem, worin genau das jeweilige Problem besteht, dass der eine Solver schneller ist, der andere Solver langsam. Aber meiner Erfahrung nach und bei den Problemen, die ich mit Yosys erzeuge, ist generell Yikes der schnellste Solver, mit großem Abstand. Die kleinen Texte, die hier stehen, sind quasi die relevanten Auszüge aus der Lizenz von dem jeweiligen Solver. Und Yikes ist super, weil es ist der schnellste Solver, aber only for projects that do not receive external funding other than government research grants and contracts. Also in dem Rahmen hier, aber wenn ich jetzt quasi in einem anderen Kontext was machen möchte, dann kann es sein, dass ich bei dieser Lizenz schon rausfalle und dass ich zu denen gehöre, von denen die Leute von Yikes Geld haben wollen. Z3 ist in aller Regel deutlich langsamer als Yikes, aber auch deutlich schneller als die beiden hier, zumindest meiner Erfahrung nach, und ist unter der MIT-License, super frei. Das ist von Microsoft Research. Und das war der Grund, warum ich mir ganz, ganz lang Z3 nicht angeschaut habe. Kann nicht gut sein, Microsoft. Und sie sind dann aber über die Jahre mit der Lizenz immer liberaler geworden, bis sie eben jetzt vor einiger Zeit den ganzen Z3-Solver unter die MIT-Lizenz gestellt haben. Und dann habe ich nicht mehr anders können, als dann auszuprobieren. Und ich muss sagen, genial. Also er ist nicht so gut wie Yikes, er kann aber mehr. Also wenn man dann Sachen machen möchte, zum Beispiel nicht Quantifier-free sind oder irgendwelche SAT-Probleme kombinieren möchte mit ganz, ganz anderen Problemen, wo man dann irgendwie exakte Theory von Reals braucht oder was auch immer, das kann Z3 alles. Ganz genialer Solver und das ist der Default-Solver, den ich in meinem Flow verwende. Ebenfalls sehr liberal lizenziert ist CVC4. CVC4 selber ist Modified BSD License, also praktisch MIT Lizenz, praktisch gleich, aber man kann über beim Configure verschiedene Libraries auswählen und manche von diesen Libraries sind GPL, das heißt, je nachdem, wie man das übersetzt, kann sein, dass das ganze Ding dann unter der GPL steht. Und dann gibt es Mathsat, das ist hier am anderen Ende, das ist quasi es ist so in einer quasi kommerziellen Lizenz und es ist der langsamste Solver, den ich gesehen habe. Also ich habe ihn drinnen, weil er existiert, vielleicht wird er besser in der nächsten Version, was auch immer. Vielleicht ist er viel besser für völlig andere Arten von Problemen, aber bis jetzt sehe ich eigentlich keinen Grund für irgendwas Mathsat zu verwenden. Sind die Leute von Trento. Okay. Wie schaut jetzt das aus, was ich in Yosys erzeuge, diese SMT-Lib-Probleme? Wie verwende ich diese SMT-Lib-Konstrukte, um meine Schaltungsprobleme darauf abzubilden? Und zunächst mal ist hier wichtig, Yosys erzeugt quasi ein SMT-Lib-Snippet und die Idee ist, dass man das dann in einen größeren Beweis quasi Copy- und Paste-mäßig einbindet. Also entweder kann man beim write-smt2-Befehl kann man gleich ein Template mit angeben und da gibt es eine Zeile im Template-File, die %% ist und dort tut er seinen Kram eintragen und alles davor und danach wird einfach so ausgegeben, wie es ist. Also wenn man Beweise händisch schreiben möchte, dann geht das und er setzt an einer gewissen Stelle einfach was ein. Oder so funktioniert dann zum Beispiel dieses Yosys-smt-bmc
Oder man macht Skripte, die quasi diese Snippets einlesen, die Josus erzeugt, und füttert die in einen SMT-Solver und erzeugt dann auch noch die Statements on the fly, die notwendig sind, um gewisse Beweise zu machen. Und die SMT-Solver müssen so geschrieben sein, dass sie wirklich von einem anderen Programm aus über Standard-In, Standard-Out ferngesteuert werden. Also es geht jetzt nicht so, dass er zum Beispiel seine Ausgabe puffert, bis das Ende von dem Programm erreicht ist und das dann ausgibt, weil dann wird quasi das andere Programm am entsprechenden Pipe nichts lesen können. Und das ist sogar in der Competition, da hat man dann zwar ein fertiges File, wo man sagt, da führt diese Befehle aus, aber die Befehle werden über ein Programm in den Solver gefüttert, sodass der Solver nie die Befehle sieht, die als nächstes kommen, nur das, worin er jetzt gerade arbeitet, damit die Solver nicht irgendwelche Look-Ahead-Sachen oder so machen, die man in der Realität ja auch nicht hätte, wenn man mit dem Solver redet, würde man ja auch ein Problem nach dem anderen lösen. Okay. Also das ist die grobe Idee. Josus spuckt SMT2-Lib-Code aus, den wir in einem größeren Beweis verwenden. Und den Code, der Josus ausspuckt, der deklariert nur Dinge. Also da werden keine Variablen erzeugt oder sonst was, sondern im Wesentlichen werden Sorts definiert. Und Funktionen, die auf diesen Sorts operieren. Sowohl Funktionen, die interpretiert sind, als auch welche, die uninterpretiert sind. Das Wichtigste, was Josus hier ausspuckt, alles andere hängt quasi an dem dran, ist einen Sort für jedes Modul in meinem Verilog-Code. Also in meinem Verilog-Code habe ich ein Modul Main, zum Beispiel. Ich verwende für Beweise immer Main als Top-Level-Modul und dann für die Designs Top als Top-Level-Modul. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Ich sage nicht, dass es inhärent sinnvoll, intelligent, was auch immer ist. Okay, also ich habe ein Modul Main und dann wird der SMT-Code, den Josus erzeugt, ein Sort deklarieren mit dem Namen Main underscore S. Main Sort, Main State, wenn man so will. Und das ist genau das. Das ist ein Datentyp, der den State dieser Schaltung hält zu einem Zeitpunkt. Und dann kann ich einfach eine uninterpretierte Funktion deklarieren von diesem Typ, die heißt S01. Das ist quasi die Schaltung zum Zeitpunkt 01. Und dann mache ich vielleicht gleich drunter die Klärfahren S02 von MainState. Und dann habe ich zwei States von diesem Main-Modul. Natürlich, den State nur so zu haben, nutzt mir wenig, sondern ich möchte irgendwie in diese Schaltung hineinschauen, ich möchte irgendwie Sachen machen. Also gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die deklariert werden, die ich dann verwenden kann in Kombination mit diesem State, den ich da erzeugt habe. Zum Beispiel für jedes Netz in meinem Modul, von dem Josus glaubt, das ist relevant für den Beweis, dann sage ich gleich was dazu. Für jedes Netz gibt es eine Funktion. Die Pipes sind ein Escape, das ist ein Identifier, der halt ein Blank beinhaltet. Also daran muss man sich halt ein bisschen gewöhnen, dass die Identifier, die der Josus deklariert, Blanks haben und mit diesen Pipes escaped sind. Also das ist das Mainnet FUBA. Und wenn ich das auf einem State ausführe, dann kriege ich raus als Bitvektor den Wert von diesem Netz zu diesem Zeitpunkt. Oder als Bool, wenn es ein 1-Bit-Netz ist. Das macht er quasi automatisch, dass er der Bool oder Bitvektor nimmt. Ja, für welche Wires ist das verfügbar? Normalerweise nur für Input, Outputs und Wires, die als Keep deklariert sind im Verilog-Code. Einfach aus Performance-Gründen. Man kann aber mit -Wires oder -Racks beim Write-SMT2 dazu bringen, dass er alle ausgibt. Und wenn ich wirklich Traces machen möchte, dann ist das natürlich viel sinnvoller, da ein sehr großes Set von Wires auszugeben. Gut. Also das ist natürlich eine Sache, die wichtig ist. Ich will in diesen State hineinschauen können. Das zweite ist, ich will State Transitions deklarieren können. Ich will sagen, der State 2 und der State 1, die hängen so zusammen, dass da eine Taktflanke war. Und dann gab es eine State Transition von State 1 zu State 2. Die können nicht völlig unabhängig voneinander sein. Und das mache ich mit so einem Assert. Da gibt es main underscore t für Transition. Und dann sage ich quasi vor der Taktflanke und nach der Taktflanke und jetzt habe ich sichergestellt, dass diese beiden States in dieser Art und Weise miteinander verknüpft sein müssen. Man sieht, glaube ich, dass das ziemlich viel Potenzial hat für ganz ausgefeilte Custom Proofs, weil ich kann zum Beispiel hier States forken
Man kann sagen, der State ist ein Nachfolger von dem, aber der ist auch ein Nachfolger von dem. Und dann sage ich zum Beispiel aber nach 10 Zyklen merge ich sie wieder und sie müssen zum Beispiel auf einen gemeinsamen State führen für irgendwelche seltsamen Eigenschaften, die ich beweisen oder überprüfen möchte für meinen Schaltern. Also man kann ja sehr viel machen, was weit darüber hinausgeht, was typischerweise solche Tools können, ohne dass man jetzt irgendwie von Null anfangen muss und alles machen muss. Man muss diesen SMT-Wrapper schreiben, der den Beweis kodiert, aber das Modul ist quasi schon da als so ein SMT2-Datentyp. Gut, was haben wir noch für solche Dinge, die man meistens mit einem Assert im SMT2 haben möchte? Ich kann sagen, das ist der Initial State von dem Modul. Also wenn ich ein Bounded Model Checking mache, dann hätte ich für den ersten State hier ein entsprechendes Assert. Aber ich kann natürlich auch sowas sagen wie, ich will beweisen, dass die Schaltung nach spätestens 20 Zyklen wieder in den Initial State zurückkehrt. Und dann könnte ich quasi sagen, im State 1 asserte ich, es muss der Initial State sein. Und ich asserte, dass das true sein muss für State 2 oder State 3 oder State 4 oder State 5 und so weiter und so fort. Und dann hätte ich so einen Beweis eben kodiert. Ich kann sagen, also main A liefert mir true zurück, wenn alle Asserts wahr sind in diesem Modul, und main U liefert mir true zurück, wenn alle Assumptions wahr sind, die in diesem Modul definiert sind. Und üblicherweise geht man quasi von den Assumptions immer aus, dass sie wahr sind, und bei den Asserts macht man dann, dass das quasi in dem vordersten State, dort möchte ich quasi, dass sie verletzt sind, aber in allen davor sage ich, dort soll sie halten, weil wir haben ja schon bewiesen, dass sie dort sowieso halten. Also so kann man diese Dinge verwenden, aber man kann eben, weil man diese Freiheitsgrade hat, alle möglichen Sachen hier kodieren, alle möglichen Arten von Problemen. Last but not least, wenn mein Design Arrays beinhaltet, also Memories beinhaltet, die dann als Arrays kodiert werden in dem SMT2-Format, dann kann man mit main underscore m und Name des Memories dieses Array bekommen, über das das kodiert ist. Und das kann auch sehr, sehr interessant sein. Also beim Pico RV32, den CPU beweisen, die ich führe, sage ich zum Beispiel, da habe ich den State meiner Schaltung und ich beginne damit, dass ich asserte, dass die beiden CPUs, die ich vergleiche, mit dem gleichen Registerfile und dem gleichen Memory-Content anfangen. Und dazu hole ich mir quasi aus den beiden Test-Setups jeweils dieses Array raus und sage, assert, die beiden sind gleich. Und in dem Fall sage ich quasi unterschiedliche Konfigurationen von meiner CPU und ich beweise, dass die vom Verhalten nicht divergieren. Und so kann man solche Beweise eben führen. Gut, also das, jetzt wissen wir quasi alles, was ich wissen müsste, um so eine SMT2-Datei zu schreiben, die dann meinen Custom-Beweis implementiert. In 99% der Fälle macht man aber entweder einen Bounded Model Check oder Temporal Induction. Und das ist mühsam dafür, diese Files zu schreiben, weil so spannend ist es nicht. Also gibt es im IOSIS seit dieser Woche, das ist alles brand new, das IOSIS SMT BMC ist diese Woche neu reingekommen ins IOSIS, gibt es das Tool IOSIS SMT BMC, dem kann ich so eine SMT2-Datei geben, die vom IOSIS erzeugt wird, und ich sage ihm, mach Bounded Model Check für so und so viel Taktzyklen. Und wenn du einen Fehler findest, dann erzeuge eine VCD-Datei unter diesem Namen, wo ich den Trace sehe. Oder mache einen Temporal Induction Proof mit maximal so und so vielen Taktzyklen. Das schauen wir uns dann gleich noch ein Beispiel an. Und das ist dann, glaube ich, das einzige Beispiel, was wir uns wirklich noch anschauen werden. So, man kann verschiedene Solver verwenden. Z3 ist eben der Default, aber man muss nur minus S und einen anderen Solver angeben und dann verwendet man halt den anderen. Man kann SMT2-Files wieder erzeugen mit dem kompletten Beweis Trace, was eben interessant ist für Benchmarks und so weiter. Und man kann eben, wenn er Counter-Examples findet, die als VCD-Files ausgeben, was insbesondere für die Temporal Induction Proofs natürlich ganz wichtig ist, wenn ich sagen kann, aha, wo bin ich quasi hier, welche Assets fehlen mir, damit er nicht auf die Idee kommt, irgend so eine Kette zu bauen, sondern damit ich ihn constraine auf die States, die funktionieren und wo ich in dem geasserten Bereich bleibe.
So. Ja. Das mache ich schnell. Gut, also vorher haben wir diese beiden Beispiele gehabt, das Temp-Int 01 und Temp-Int 02. Und vom Temp-Int 02 habe ich quasi auch eine Version gemacht, die diesen SMT-Flow verwendet, dieses Shell-Skript. Ich habe wieder ein kleines Yoso-Skript, aber hier habe ich dann keinen SAT-Befehl, sondern ich schreibe einfach nur das ganze Ding als SMT2-Datei raus. Ich sage, er darf Memories verwenden, also Theory of Arrays. Ich sage, ich darf Bitvektoren verwenden. Sonst würde ich hier quasi einen Fehler bekommen, wenn das Data Side Memory beinhaltet. Und hier würde ich einen Fehler bekommen, wenn es quasi was beinhaltet, was nicht ein Single-Bit-Logic-Gate ist, sondern sowas wie ein Addierer und so. Ich sage ihm, alle Wires hätte ich gerne als Namen und das ist die Datei, die er schreibt. Und dann sage ich hier zwei Beweise. Der erste ist der Bounded Model Check und mit minus e ist es Temporal Induction. So schaut das aus. Zuerst die Yoso-Synthese und dann hier das erste Skript, wo wir gesehen haben, ja, geht über 20 ist der Default-Parameter für die Länge vom Bounded Model Check. Also er hat das über 20 Zyklen gelaufen und hat nie einen Fehler gefunden, sodass es passt. Und dann haben wir hier Trying Induction Step, Induction in Step 20. Das heißt quasi, er hat nicht die Vorbedingung. Er sagt, ich habe nur einen beliebigen State und sagt, reicht das, damit die Dinge, vielleicht, ja, vielleicht ist es eine Schaltung ohne internen State, wo ich nur irgendwie ein einfaches Constraint habe, dann wird das schon reichen. Ich brauche gar nicht anfangen mit irgendwie was weiß ich was. Aber das hat nicht funktioniert und mit einem Schritt mehr, mit einem a priori Schritt hat das hier funktioniert. Aber wenn ich in dem Verilog-Code die einige von den Assets auskommentieren würde, dann wird das eben länger brauchen. Ja, das zeige ich schnell, weil das ist irgendwie ein so wichtiger Punkt. So, also, weiß ich nicht, tun wir zum Beispiel einfach diesen Always-Block auskommentieren, der ja nichts anderes macht, als Assets zu prüfen. So, und jetzt sehen wir brauchen einen Zyklus mehr. Es geht immer noch schnell genug. So, das zweite Beispiel, was ich hier zumindest anschneiden möchte, wirklich groß herzeigen. Naja. So, ist das hier. Also das ist ein Teil von einem RISC-V CPU-Core. Und das ist eigentlich die Bedingung, die ich prüfen wollte. Das ist das Asset, was ich jetzt noch eingebaut habe und ich ein Beispiel habe. Das sagt, das Memory Interface, das hat nämlich eine Leitung, über die es angeben kann, ist es ein Instruction Fetch oder nicht. Und ich sage, wenn gerade eine aktive, wenn das auf valid ist, es gibt gerade eine Memory Transaction, und es ist ein Instruction Fetch, dann müssen die Write Strobes alle null sein. Ein Instruction Fetch schreibt nie. Glaube ich, ein sinnvolles Asset. Und wenn ich nur das mache, dann funktioniert überhaupt nichts. Also ich muss dann hier oben noch ein bisschen was machen, damit quasi die Schaltung nur so für sich alleinstehend was Sinnvolles tut. Also ich habe hier einen Cycle-Counter, den ich auf 0 initialisiere und bis 15 zählen lasse und dann bleibt er halt bei 15 stehen. Ich brauche den gar nicht so breit. Mir reicht eigentlich, dass ich weiß, die erste Instruktion, weil ich habe hier ein Asset, das sagt, wenn der Cycle-Counter 0 ist, dann muss Reset N low sein, also Reset aktiv. Damit ich das Ding resette. Und erst im nächsten Schritt, erst wenn der Cycle-Counter 1 ist, fange ich an, die ganzen Properties zu checken. Weil davor bin ich im nicht resetteten State. Aber im State, unmittelbar nachdem ich resettet habe, müssen all die Properties bereits halten und dann für immer. Das ist das, was ich hier mache. Und das allein hätte mal nicht gereicht. Ich muss quasi zwei Dinge dazu machen in dem Fall. Das eine ist, es gibt so eine Haupt-State-Machine, das ist ein nicht gepipelinedes Design,
es gibt so eine Haupt-State-Maschine und die muss in einem gültigen State sein. Weil sonst sagt er quasi einfach in dieser Induction-Kette links, er ist in einem ungültigen State, nichts passiert in der State-Maschine, er bleibt einfach in einem ungültigen State stehen, der aber ansonsten einfach alle Assets erfüllt. Und dann passiert halt irgendwas, wo er dann doch ausbrechen kann aus diesem State. Also das war das Erste, was ich sage, es muss eins von diesen States sein. Das Zweite, was schief gehen kann hier bei der Temporal Induction, ist, dass das Memory Interface einfach nie auf Ready geht. Also ich rede quasi mit einem Speicher, der keine Speicheranfragen beantwortet und so kann der Proof mich daran hindern, dass ich quasi in einen sinnvollen Bereich komme, es geht nichts weiter. Also mache ich eine Assumption, also Assumptions machen unsere Beweise immer schwächer, weil ich davon ausgehe, dass ein gewisses Verhalten extern vorliegt. Und das Assumption ist, ich habe hier ein Last MemReady, das 5-Bit breit ist und da habe ich die letzten 5 Werte von MemReady und ich sage, mindestens eins davon muss true sein. Also mindestens einmal alle 5 Taktzyklen muss MemReady geassertet werden extern. Möglicherweise läuft gerade zu dem Zeitpunkt keine Memory Transaction, dann ignoriert es der Core. Aber wenn eine Memory Transaction rennt, dann kann ich damit sicherstellen, dass die früher oder später erfolgreich ist. Und das Pipe-Symbol heißt negiert, oder wie? Das Pipe-Symbol ist oder. Das ist ein Präfix oder und verodert alle Bits in den Vektor, der davon steht. Also ein Reduce-Operator heißen die in Verilog. Ist interessanterweise äquivalent zu Not-Not. Mhm. Also es gibt quasi diese Verbindung, dass das Pipe heißt quasi oder und das Rufzeichen heißt quasi das oder, aber das Ergebnis negiert. Okay. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist oder ob sich mal was gedacht hat dabei. Dann nehmen wir dieses Zeichen. Okay. Und in dem Fall kann ich einfach machen make check. Und dann rennt eben zuerst die Synthese von dem Core, sonst ist diese schon fertig. Und jetzt rennt eben der Checker und der rennt für 30 Zyklen. Wenn ich 20 Zyklen mache, komme ich mit dem Temporal Induction Beweis nicht durch, weil ich muss in diesem Pre-Teil brauche ich in dem Fall mindestens eine Memory Transaction am Memory Bus und die längste Operation ist ein Shift, das irgendwie 15 Zyklen braucht und darum brauche ich dann einen 30 Zyklen langen Beweis. Aber dann kann ich dieses Property prüfen und beweisen. Aber das zeige ich jetzt noch. Ist es in Python geschrieben? Das zeige ich jetzt noch. Wir machen so. So, ich versuche einen Induction Proof, der 5 Zyklen lang ist. Und ich überspringe gleich die ersten 5, weil ich eh schon weiß, dass, also sonst würde ich versuchen mit Länge 1, mit Länge 2, mit Länge 3, aber man kann es auch gleich so überspringen. Und jetzt habe ich ein VCD-File geschrieben. Darum habe ich das, weil jetzt etwas schief ging. Und da können wir jetzt sagen, VCD-File von dem da. So, dann zeige ich gleich mal den ersten Fehler. Der erste Fehler ist, dass man da die Clock-Leitung reinziehen möchte. Aber die Clock-Leitung hat natürlich für den formalen Beweis überhaupt keine Bedeutung, weil alle Flip-Flops, die Clock-Leitung wird ignoriert, sondern ich habe meinen eigenen Takt und darum gibt es hier SMT-Clock heißt die. Und die SMT-Clock, die toggelt auch nicht, sondern das ist ein Event, also das ist im VCD-Fall als Verilog-Event kodiert, weil es keine, nicht sinnvoll ist zu sagen, steigende Flanke, fallende Flanke, sondern das ist halt ein Zeitschritt. Ja, und jetzt können wir zum Beispiel hergehen und können uns das Mem-Interface anschauen und können sagen Mem-Instruction-Fetch und Mem-Write-Strobe. So, und dann sehen wir in der Tat, für die ersten n Zyklen ist meine Bedingung erfüllt. Instruction-Fetch-Leitung ist high, aber Write-Strobe ist zero. Und im letzten Zyklen wird es aber versetzt, da habe ich quasi alle 4 Write-Strobes gesetzt und das Instruction-Ding ist immer noch high. Und der Grund ist halt, weil er das nicht lang genug rennt, um zu erkennen, dass der State, in dem er sich hier befindet, einer ist, der in einem echten Run gar nicht auftreten kann. Das will ich dann noch zeigen. Du, 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 du.
ASCII. So, in meinem HDL-Code erzeuge ich solche ASCII-Signale, die bei der Synthese weggeworfen werden, weil sie werden von nichts verwendet. Aber in dem Fall hebe ich sie auf und da dekodiere ich mir Dinge wie die Main State und welche Instruktion in dem Augenblick gerade ausgeführt wird. Und das habe ich quasi alles hier auch erhalten. Also da sind wir eigentlich schon ziemlich weit, dass das auch ein Tool ist, das auch sinnvoll zu verwenden ist. Und nicht nur so, ja, es lieferte zurück, ob die Citations halten oder nicht, aber du kannst eigentlich nicht sinnvoll Probleme lösen, mit denen man so jeden Tag zu tun hätte. Gut, das ist das. Hier waren wir, genau. So. Gut, also das ist, wie wir kurz geschrieben haben, in Python geschrieben, das Josus SMT-BMC. Und das Josus SMT-BMC ist ein sehr kurzes Python-Skript. Und das verwendet eine etwas größere Python-Library, die ist auch nicht riesig groß, aber etwas größer, die ich smtio.py genannt habe. Und die kapselt mir zwei Dinge. Das erste ist das Reden mit dem SMT-Solver über Unix-Pipes und diese Sachen. Und das zweite ist das Schreiben von einem VCD-File. Weil das auch irgendwie nicht trivial ist. Das heißt, die Idee ist quasi, all diese Dinge in das SMT.io hineinzugeben und das Josus SMT.bmc quasi als Beispielprogramm zu haben, dass die beiden einfachsten Algorithmen, die man normalerweise verwendet, wenn man solche Beweise führt, gleich implementiert. Und wenn man was anderes machen möchte, eben die Beweise, was ich erwähnt habe, Kommunikationscores, die nach einer gewissen Anzahl von Zyklen die Leitung wieder freigeben müssen und solche Dinge, die kann man dann basierend auf diesem Beispiel sich selber bauen. Gut, und da haben wir eben, das ist der Kommunikationscore und bei der Pico-RV haben wir Custom-Beweise, die eben überprüfen, ob unterschiedliche Konfigurationen des CPU-Cores das gleiche Verhalten auf der externen Schnittstelle zeigen, also das gleiche Programm lesen. Diese Beweise sind furchtbar langsam. Ich glaube, das längste, was ich bis jetzt geführt habe, sind 16 Taktzyklen. Und das hat irgendwie 4 Stunden gedauert oder was auch immer. Es ist quasi für alle Speicheranfänge und für alle initialen Registerfiles. Das heißt, mit den 16 Taktzyklen, ich habe ungefähr 4 Zyklen pro Instruction, komme ich halt auf 2-3 Instruktionen Länge, aber alle Sequenzen von 2-3 Instruktionen mit jedem Speicherinhalt und mit jedem initialen Registerfile ist schon ziemlich vollständig von dem, was man so abdecken kann an Möglichkeiten herum. Also ich hoffe, dass diese Beweise schneller werden, wenn ich dann mehr Assets einbaue, weil dann natürlich wieder der Zustandsraum kleiner wird. So, ganz kurz die To-Dos. Eins fehlt hier, glaube ich. Genau. Also was sind die To-Dos, die im Augenblick offen sind? Ich kann im Augenblick nicht diese Model-State-Variablen nehmen und in einen riesigen Bit-Vektor umwandeln, der wirklich der State ist von allen Flip-Flops. Und das wäre notwendig, wenn ich sagen möchte, die beiden States sind verschieden. Dann brauche ich einen Witness, der das ist. Und in dem Fall hätte ich sogar eine relativ einfache Möglichkeit, einen Witness zu erzeugen, weil ich habe literally den State irgendwo da drinnen. Ich muss es nur als großen Bitvektor rausschreiben, das fehlt noch. Das zweite große Ding sind hierarchische Designs. Im Augenblick muss man das Design flattenen, damit man das mit diesem Flow verwenden kann. Das gilt auch für das Josus-Sat-Kommando übrigens. Das kann nur auf Single-Modul-Designs arbeiten, man muss die Designs flach machen. Hier stört mich das aber. Weil damit, dass ich das Design flatte, werfe ich Struktur weg. Wenn ich zweimal die gleiche Zelle, das gleiche Modul instanziere woanders, dann will ich, dass der SMT-Solver das sieht und weiß, dass das gleiche ist. Und wenn er eine Invarianz lernt bezüglich der einen Instanz, dann sollte er wissen, ob er vielleicht die gleiche Invarianz auf die andere Instanz anwenden kann. Das heißt, ich will quasi hier andere State-Stores haben, die dann so rekursiv verwendet werden von den ersten. Da habe ich schon eine Idee im Kopf, wie ich das bauen möchte, aber es ist eben noch nicht implementiert. Die größte Hürde im Augenblick ist gar nicht die Teil von, wie baue ich das SMT-File und so, sondern das Erzeugen von den VCD-Files und
diese handwerklichen Dinge, das ist dort der größte Stolperstein. Was ebenfalls noch fehlt, was eben auf der Folie fehlt, ist eine Möglichkeit, leicht zu identifizieren, welches Assert fehlschlägt. Also ich sehe jetzt quasi alle Signale, aber ich habe keine Leitung, die high wird, wenn das Assert in Zeile 23 fehlschlägt. Und das ist nicht so aufwendig und es fehlt einfach noch, das muss ich noch einbauen, dass das auch da ist. Ja, mehr Dokumentation, mehr Beispiele. Diese Präsentation ist natürlich ein Start in diese Richtung. Beispiele sind leider schwierig. Das heißt, ich bin sehr dankbar für Beispiele, die ihren Weg zu mir finden, weil es schwierig ist, nicht triviale, aber trotzdem kleine Beispiele zu finden. Also ich hab einige Sachen mit riesigen Dingen, die ich unmöglich zeigen könnte, in einem Vortrag oder in einem Paper verarbeiten oder sonst was. Und ich habe so kleine, triviale Beispiele, wie die Dinge mit den Countern, die ich gesagt habe. Was in der Mitte ist, ist sehr schwer zu greifen. Scheint auch anderen zu gehen, weil Trento-Leute zum Beispiel, die sagen ja immer, wir brauchen Beispiele. Und das Letzte ist, es ist notwendig, System-Verilog mehr zu unterstützen und auch mehr von der Property-Specification-Language zu unterstützen. Das ist dann mehr ein längeres Projekt, das sich wahrscheinlich im nächsten Jahr wird sich da einiges machen. Schlicht und ergreifend darum, weil Assert und Assume System-Verilog-Konstrukte sind. Das heißt, eine Codebasis, die diese Konstrukte verwendet, verwendet auch andere Konstrukte aus System-Verilog. Und das ist extrem schwierig zu sagen, ich brauche Real-World-Beispiele, die kein System-Verilog verwenden, außer Assert und Assume. Kein Mensch schreibt sowas. Und ursprünglich habe ich gesagt, ich will kein System-Verilog in JOSUS unterstützen, aber jetzt muss ich wegen den formalen Beweisen doch. Okay, das war meine Präsentation. Es ist 6:55, ich bin immer in 4 Stunden. Ja, ich bin in dem Fenster. Also zwar ist es 6:55, aber ich bin in meinen 4 Stunden. Hätte ich mir nicht gedacht. SAT Backend, dass das Verilog-Code erzeugt, mit dem dann Asserts überprüft werden können. Das SMT-Backend. Das SMT-Backend erzeugt SMT-Code, ja, mit dem die Asserts aus dem ursprünglichen Verilog-Code überprüft werden können. Okay. Ich habe da was gehört vom Verilog-Code, ich weiß nicht, ob das jetzt SMT oder SAT war. Ist es möglich, mit diesem Code dann synthetisierbare Asserts zu erzeugen, wo dann online, runtime die Asserts gecheckt werden? Du meinst das mit dem Meter? Genau. Mhm. Ja, das geht. Da ist die Maus. So. Warum geht man ins Scrollrad nicht? So, von dem an, da hätten wir so ein Beispiel. Da hätte ich ein Verilog-Modul, das hat einen State-Output, der 64-Bit breit ist. Den initialisiere ich auf eine Zahl, die nicht 0 ist. Das ist eigentlich das Einzige, was wichtig ist in dem Fall. Und ich habe das Property, das sagt, State wird nie 0. Bei jedem Taktzyklus weiß ich State quasi das Ergebnis von XOR-Shift 64 Star über State zu. Und XOR-Shift 64 Star ist ein Random Number Generator, der quasi einen großen Zyklus hat, der über alle Nicht-Null-Zugänge von dieser State-Variable geht. Also er hat einen 2 hoch 64 minus 1 großen Zyklus. Und da gibt es einen zweiten Zyklus, der ist der State 0 für sich alleine. Darum ist es eigentlich relativ einfach zu prüfen über Temporal und Action. Was ich aber in dem Fall mache, ich prüfe es nicht mit dem Subcommand und Temporal Instruction, sondern ich habe diese Schritte hier. Ich erzeuge einen Meter-Circuit für die Asserts in Main. Das heißt, das ersetzt mir das Main-Modul. Ich habe nachher ein anderes Main-Modul und dieses andere Main-Modul hat kein State-Output mehr, aber es hat einen Trigger-Output. Und der Trigger-Output geht high, wenn irgendeins dieser Assets verletzt wird. Und dann mache ich ganz normal Synthese. Also ich könnte auch das Synth-Commander zum Beispiel verwenden und dann würde ich irgendwie versuchen, Resource-Sharing zu machen und weiß der Geier was alles. Ich hätte jetzt nur TechMap-Opt, gutes. Also nachdem habe ich eine Gatternetzliste von dieser Schaltung, aber ich könnte quasi alle möglichen Synthese-Sachen machen und die lade ich dann, die schreibe ich als Bliff-File raus und das lade ich in ABC und mache eben dann hier dieses PDR.
Und das ist eben dann auch der Punkt, weil ich gesagt habe, das PDR, also IC3, ist super Algorithmus. Und es gibt viele Fälle, wo ich einen Bounded Model Check mache für 100 Zyklen, aber ich schaffe quasi den Induktionsschritt nicht. Und dann gebe ich es da hinein und das sagt man, ja super, das passt und ist sehr, sehr schnell fertig. Nur wenn das sagt, das passt nicht, habe ich hier keine echt gute Möglichkeit, einen Trace zu bekommen und so. Aber ich kann quasi mit dem Meter-Befehl diese Schaltung in eine andere Schaltung umwandeln, die eben diese Eigenschaft hat. Und die könnte ich auch wieder als Verilog ausgeben, wenn man wollte. Also wär möglich. Okay, cool. Coole Sache. Ja. Ich habe zu wenig verstanden, dass Sie sich eine sinnvolle Frage stellen. Ja, wahrscheinlich die wirklich fleischigen Fragen kommen, genau. Wenn man sich das Video, also, das zweite oder das dritte mal anschaut. Genau, also ich bin ja nicht aus der Welt, ich bin ja öfter da, das heißt, wenn ihr das verwendet, würde ich mich darüber natürlich sehr freuen, in irgendeiner Art und Weise. Und also wenn ihr das in irgendeiner Art und Weise verwendet, würde ich mich freuen. Ich würde mich nicht in irgendeiner Art und Weise freuen. Und dann bin ich natürlich immer noch für Fragen, Anregungen etc. zu haben. Soweit du auf E-Mails antwortest. Darum haben wir die persönlichen Meetings alle paar Wochen, damit sie mich greifen können. Gut. Ja, danke Clifford. Ja. So. Sehr aufschlussreich und sehr, also wirklich anzeigend. Lass mich dann. Ja, aber du brauchst den Beamer nicht. Nein, eben. Nein.